Und damit, hoppala, hoppala, gut, und damit hoppala, nee, damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom American Truck Simulator hier auf Philips Gaming. Es wird langsam Nacht. 6 p.m. ist Nachmittag dann halt, ne? Um 6 abends. Es wird Nacht, Licht haben wir ja aber an. Also jetzt haben wir es wieder an. Das ist Lichtstube. Mein Fernlicht, weiß ich gar nicht, wo das ist. Lass halt meistens dann so Finger drauf, wenn ich das Fernlicht mal brauche. In den Engkurven oder so. Das reicht mir aus. Ja, wir sind, weiß ich gar nicht, wohin unterwegs. Oh, fahr doch mal zu. Wir sind unterwegs nach Eureka. Eureka? Ja, Eureka. Im Westen sind wir unterwegs. Das ist nicht so was auf der Landkarte eingezeichnet, dass wir nach links fahren. Und zwar ins Wasser. So, hier können wir mal wieder ein bisschen aufholen. Auf den LKW vor uns. Ah, hier kann man wieder plus 55 fahren. Ah, ich bremse lieber mal ab. Bevor ich wieder angearscht werde. Oh, neuer LKW, neue Einstellungen. 55 läuft. Muss ich immer erstmal I drücken, um mich da durchzuschalten durch das Menü. Weil man kann sich hier ein Tempomat anzeigen lassen. Irgendwelche Temperaturen, obwohl die fürs Spiel, finde ich, schnell relevant sind. Zumindest haben sie mich bis jetzt noch nie interessiert. Okay, Fuel und sowas. Wäre mal interessant, wie weit man reicht, wie viel man jetzt getankt hat. Was man jetzt verbraucht hat. Auf 100 Meilen oder so. Ist schnell was. Und dann wird ein Tempomat. Das ist das, was mich eigentlich bloß interessiert. Schau, wir fahren jetzt hier durch so eine wilde Landschaft. Bisschen größeres Waldgebiet hier oder wie. Oh, hier links steht hier noch. Cool. Sind die Pilze gegangen. Boah, also die Sonne. Die Sonnenspiele hier so zwischen den Bäumen und sowas, das sieht schon immer mal geil aus, ne? Das ist. Das war aber auch schon im Euro Truck Simulator so. Fetzt. P ist Scheibenwischer. Ja, weiß, vielleicht fängst du an zu pissen. Achso, man hat zwei verschiedene Stufen, je nachdem, wie schnell er wischen soll. Ob sehr pisst oder ne. Und das, was mir auch so recht. Ach ne, ja, doch ne, hier kommt jetzt eine Stadt. Aber was mir halt eben auch aufgefallen. Hey, warum bremst denn du? Abfahrtsschmalen, ja. Was mir halt auch aufgefallen ist, zum 12. Mal oder sowas, wie ich das jetzt erzähle, dass die Betriebe auch ein bisschen mehr außerhalb von den Städten angesiedelt sind. Dass das nicht alles immer so ein zentraler Punkt ist, sondern ein bisschen mehr großflächiger verteilt. Das finde ich sehr, schön, sehr vorteilhaft. Links. Grün, 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 grün! Grün, das lasse ich mir nicht nehmen. Mann! Oh, Blinker aus. Ey, das war grün. Nur weil ich links gefahren bin im Gegenverkehr, war das trotzdem grün. Also ich weiß schon, wir kommen hier niemals zu Geld, wir werden niemals unseren eigenen LKW haben. Das wird nicht bei meinem Fahrverhalten. Guck, jetzt wird zum Beispiel, ne? Normaler Mensch guckt jetzt nach rechts auf die Ampel. Die war jetzt gerade grün. Auch wenn sie recht schlecht einzusehen war. Oh, grün. Und das ist eigentlich unsere Ampel, wo ich drauf klotzen muss. Noch immer noch eben das Aussehen des Spiels ist echt enorm. Diese Detailfülle und sowas, es wiederholt sich nicht immer alles. Ist nicht immer nur Fußweg, sondern hier sind immer so die Absenkungen drin. Hier stehen mal ein paar Bäume, dann ist mal wieder Wiese zwischendrin und so. Und das wirkt alles ganz, ganz anders und phänomenal, würde ich beinahe sagen. Also, es ist echt
krass, oder hier sind so Schäden hier so an der Straße, diese Kante hier, wie ausgebessert immer mal, ist geil. Und es ist rot. Also so, als Fazit, das Spiel wird echt amerikanisch angehaucht. Dieses freie Leben da auf dem Highway, das ist irgendwo, ist es vorhanden auf alle Fälle. Und macht auch wirklich Spaß zu fahren. Außer wenn man in gewissen Kreuzungsbereichen kommt, Licht ging an. Das ist zum Beispiel auch cool, das Licht ging jetzt gerade an. Außer wenn man in gewisse Kreuzungsbereiche kommt, wo man nicht sofort eine klare Übersicht bekommt und dadurch mal nach links fährt und trotzdem eine Strafe kassieren muss. Bei Grün. Ich beruhe mich weiterhin drauf, dass Grün war. Jetzt geht's ja so Canyon-mäßig, kann man das so sagen? Oder so Rocky Mountain, so ein bisschen so. Börse. Was sagt denn meine Aha, 55 Meilen passt. Hier sind mal so wie Parkflächen jetzt rechts, dass du mal anhalten kannst. Also für einen Multiplayer wäre es zum Beispiel echt cool dann, wenn du hier. Ich weiß gar nicht, habe ich mich noch gar nicht drüber informiert, wie es jetzt ist, ob jetzt schon einer mit dabei ist. Ich dachte, ich hätte mal was gehört, es wäre schon einer dabei und ich hatte auch mal schon Bilder gesehen. Für die Thumbnails, wo ich das Logo gesucht habe, da gab es schon mal gibt's ein Logo, wo unten drunter schon was mit Multiplayer steht. Aber ich habe jetzt eben noch nicht hier im Spiel geguckt, ob jetzt doch schon Multiplayer vorhanden ist. Jetzt werde ich bestimmt schon 10 Kommentare unter dem Video haben. Aber bis das Video hier veröffentlicht wird, dauert es noch eine Woche ungefähr. Im Verkehr. So, warum ist denn jetzt in so einer großen Kurve bloß noch eine Fotsch? Was ist denn jetzt hier dran gefährlich, dass was passieren könnte? Hä? Apropos Fotsch, das ist doch auch was. Wer war das jetzt? Die Grünen oder sowas? Die hier das 35 Meilen. Die das jetzt durchbringen wollen, von wegen bloß noch 80 km/h auf der Landstraße. Das finde ich krass. Also, weil da kannst du ja deine Fahrzeuge gar nicht mehr ausfahren. Weißt du, ne? Irgendwo ist natürlich schon von der Sicherheit, aha, hier ist es 55, von der Sicherheit natürlich, ja, aber bloß 80 km/h, da bist du ja wirklich dann ewig unterwegs. Dass wenn Schnee liegt und Eis ist, dass man da mal langsamer fährt, das finde ich selbstverständlich, aber wenn die Straße frei ist, dann fährt man noch mal über 100. Das soll ja jetzt nicht das Thema sein. Ja, wisch, ne? Ob ihr da eine Meinung vielleicht dazu habt, dann schreibt es natürlich in die Kommentare. Was auch noch der Vorteil momentan ist, wenn wir hier immer unsere Fahrten so aussuchen, dass wir keinen eigenen LKW haben, sondern den immer hier, wie ich speditionsmäßig hier so bekommen. Wir müssen eigentlich nicht wirklich schlafen, weil wir schlafen immer dann, oder ruhen uns aus, wenn wir dann unseren LKW quasi abgeliefert haben. Und momentan sind die Strecken so kurz, dass wir nicht schlafen müssen. Also das Bett, das füllt sich langsam im Navi. Aber ich finde, das wird bestimmt noch reichen für die 90 Meilen. Hundertprozentig. Ah, ist halt jetzt kacke. Na, jetzt ist Nacht. Nachts würde ich dann lieber Highway fahren, weil da bist du eh schnell unterwegs und so. Hier hast du ein bisschen Landschaft und Umgebung eigentlich. Und die sehen wir jetzt leider gar nicht. Guck mal, wir fahren zum Beispiel gerade an ein paar Bäumen vorbei. Jetzt kommt auch Gegenverkehr, bevor wir die blenden, machst du da aus. Und hier, wenn Werbetafel. Los. Oh, lenken. Was ist denn jetzt hier wieder? Nur noch 35? Oh, Brunner. Jetzt kann ich halt ganz einfach hier mit meinen Tasten dann den Tempomat auf 35 setzen. Und ich muss dann nicht mal bremsen oder irgendwas. Ganz schönes Gekurve. Ach, hier ist echt ganz schönes Gekurve. Ach, hier links ist wie eine Schlucht.
So, na, ein kleines Tal. Ein Tälchen. Lenken. Oh, 55. Gas geben. Hey, ist doch eine 55. Oder gerade gewesen eine 55 Schild. Warum hat es denn das am Navi noch nicht übernommen? Aber hier wieder eine 35 ist. Weiterhin geradeaus. Das läuft. Hier ist wieder eine 55. Mal gucken, ob ich diesmal 55 fahren darf. Ja, jetzt hat so das Navi gecheckt. Ah, Straßenbeleuchtung. So, hatten wir irgendwie... Wir haben einen Unfall. Hatten wir einen Unfall? Ist mir schon gar nicht mehr so ganz im Gedächtnis. Wer weiß. Hä, wann hatte ich denn einen Unfall? So, ich weiß nicht, wer jetzt Vorfahrt hat. Ist hier trotzdem rechts vor links oder ich fahr, da bleibt stehen. Wird schon richtig sein. Hey, wann hatte ich denn den Unfall? Als ich da links gefahren bin an der Kreuzung und Stress bekommen hatte. Komm, komm, komm. Ja, ich bin auf meiner Spur. Daher nehmen wir uns bremsen oder links ausweichen. Ist mir egal. Bin ich hinten drauf gerucht oder so? Seltsam ist mir echt, ne? Im Gedächtnis. 1% schon. Oder? Ach ne, das war wahrscheinlich noch dran liegen, als ich ausgeparkt habe, oder? Wo ich erstmal voll gegen die Wand gebrettert bin. Das wird sein. Das ist der einzige Unfall, an den ich mich jetzt erinnern kann. So, rechts. Wenn es dann mal grün wird. Grün. Ach, vorne ist schon unser Ziel. Mensch. Aber das liegt zum Beispiel, ja, jetzt so wieder ein bisschen außerhalb der Stadt. Also wir sehen jetzt, wir fahren jetzt hier so ein Stück geradeaus. Wir hauen jetzt auch gleich schon wieder dann die Lampen auf. Ich weiß gar nicht, geht's hier. Nee, das ist wirklich sogar richtig eine Sackgasse. Wir sind sowieso eine komplette Sackgasse. Also wir kommen in die Stadt bloß über jene Straße rein und über jene Straße raus anscheinend. Oder lädt das? Nach unten hin. Hier ist eine Einfahrt. Oh, hier ist eine Einfahrt. Rein, rein, rein. Und erstmal stehen bleiben. Na, eben mitten auf der Straße, weil hier ja jetzt der Punkt ist, gleich. Ich ohne, wer sich das ausgesucht hat. Aha, hier hin. Oh, hier auch was Schönes. Och, du Kacke. Hä? Wie soll ich denn da reinkommen? Oh nein! Hä, wie soll ich denn da reinkommen? Ey, ohne Scheiß, das ist doch unmöglich. Er kommt schon niemals rein. Oh nein. Oh, das macht noch die Folge, ohne Mist. Hey, wie komme ich denn da rein? Ja, hier, das ist... total klar. Da muss ich jetzt erstmal raus auf die Straße und muss dann das ganze Stück rückwärts hier reinfahren. Kommt da was? So, rum mich einlenken. Ich fahre jetzt gegen die Verbrach. Oh, Kacke. Da ist mir ein Fehler passiert.
Bei mir steht noch was im Finster. Das ist ja auch voll unfair. Oh mein Gott. Ey, ich habe mich jetzt zugeparkt. Ich komme da hinten niemals rein. Wie soll denn das gehen? Oh, Scheiße. Ich habe mich zugeparkt. Junge, Junge, Junge. Ich komme hier nie wieder raus. Ich kann ja auch nicht vorwärts dort vorne rein. Oh, Mann! Noch Mann! Ich habe trotzdem weiterhin bloß 1% Schaden. Oh. Boah, doch. Gerade ist so gerade vorbeigekommen. Das irgendwie abbrechen? Kann ich tatsächlich. So, ich gehe auf Nummer sicher. Das schaffe ich. Das schaffe sogar ich. Und ich muss noch weiter zurück. So, jetzt kann ich besser einlenken. Jawohl! Kann ich jetzt sogar vielleicht so fahren, dass ich stehen bleiben kann? Nee. Boah, was gibt's noch? Es geht denn schon ein bisschen. Komm. Wie lange muss ich denn hier an die Wand fahren? Ja, überlegt denn sich so. Boah! So ein Müll. Ah! Ja! Oh, lieber Gott! Lass es zu Ende werden! Ich habe auch plus 4000 bekommen. Aber keine Abzüge, wenigen Schaden. Cool. So, ich als Neuling beende damit aber jetzt die Folge. Verzeihung. Und ich sage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ich sage, bis dahin und ciao.